Erstmal nichts weiter. So, hier ist das Haus. Hier ist Mugambes Haus. Okay. Ja, dann gucken wir mal, was jetzt mit seiner Frau und seinem Kind irgendwie hier so ist. Einige Überlebende besitzen einzigartige und mächtige Waffen. Vielleicht sind sie willens, sich davon zu trennen. Für einen Preis. Ach nee. Tata. So. Ja, mal gucken. Okay. Business as usual. Hi. Du, infiziert. Infiziert. Noch mehr Infizierte? Nee, ihr seid Geher, oder? Bubu, Bubu, ja, ihr seid sowas von. Ihr seid solche kleinen, süßen, kleinen Geher. Irgendwie wäre es ja lustig, wenn die Familie von Mugambe noch leben würde. Don't open. Dead inside. Ach nee. Er hat es. Hat er es gesagt? Ich weiß es gerade gar nicht. Hatte er. Beziehungsweise. Du bist ja lustig geflogen. Hatte er tatsächlich gesehen, wie seine Familie verwandelt wurde oder nicht? Zitronensaft. Na gut. Dab, dab, dab. Wir werden es ja gleich sehen. Das hört sich so nach Schläger an. Na, 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 na. Fleisch. Geld. Geld. Aha, hier könnte man reingehen. Wenn man lustig wäre. Flexibler Schlauch. Wollen wir aber noch nicht rein. Nö. Don't open. Dead inside. Ja, ich fürchte, sie sind sehr infiziert. Bam. Okay. So, gucken wir doch erstmal hier. Na, was haben wir hier? Hier haben wir ein kleines süßes Badezimmer. Und ein Fakt. Banui Herald Ausschnitt 23. Den lesen wir uns jetzt nochmal durch, bevor wir die nächste Tür dann öffnen, wo dann der drohende Tod auf uns lauern wird. Dö-dö-dö-dö. So. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden das australische Gebiet Papua und das zuvor von den Deutschen kontrollierte Neuguinea zu einem Territorium unter australischer Verwaltung vereint. Aha. Wieder was Nützliches aus der Geschichte gelernt. Lalalala. Ich wusste gar nicht, dass. Wusste ich jetzt. Oder wusste ich das doch mal? Keine Ahnung. Ich wusste mal viele Dinge. Mugambes Frau? Ich fürchte. Und Mugambes Tochter. Schön, ihre Bekanntschaft zu machen. Ihr Mann hat mir so viel von ihnen erzählt. Boom. Auch nur Gutes und so. Möchte ich an der Stelle nur nochmal betont haben. Aber, naja, wie man es halt nimmt. Ja. Ich sollte es eigentlich schnell machen, oder? Ja, ich glaube, ich sollte es schnell machen. Vielleicht hätte ich jetzt nicht so, aber. Kaltblütig, rede mit Mugambe. Die Tochter schleppt nochmal 61 Dollar mit sich rum. Das ist ja irgendwie spannend. Energy Drink, ja. Ja. Ja, nee. Ob das mal eine hübsche Wohnung war oder ob das durch die Zombies erst so schmutzig wurde, man weiß es ja nicht genau. Ich finde es ja immer seltsam, wie schnell irgendwie bei Let's hope there's Zombie. something useful. Epidemien, Pandemien, was auch immer, dass dann immer alles so schnell, ja, schmutzig und verrottet und was macht der Ventilator dort auf dem Bett? Dass dann immer alles so schnell liederlich einfach aussieht, weil, naja, okay, also Zombie-Kämpfe hin oder her, ne, aber nichtsdestotrotz, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass dann wirklich immer alles. Ich meine, was für einen Grund sollte er gehabt haben, dann. Okay, naja, gut, um nochmal schnell Sachen zu holen oder irgendwie sowas. Deswegen hat er dann hier im Flur vielleicht nochmal einen Schrank geöffnet. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Weiß man so ungefähr, auf was ich hinaus will? Vielleicht. Das sah eben komisch aus. Ich finde es ein bisschen seltsam. Aber gut, okay, ist vielleicht wirklich so. Ich war noch nie bei einer Zombie-Epidemie dabei. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie Sinn macht oder nicht. Also, ob dann wirklich immer alles so verdammt schnell, so verdammt widerlich aussieht. Ich mag dich nicht. Ich glaube, du mochtest mich auch nicht. Oh, hi. Sowas in der Art habe ich mir fast gedacht, dass du noch stehst. Deswegen habe ich hier um die Ecke nochmal geguckt. Hahaha, ja. Sie denken immer, sie könnten mich überraschen. Aber nein, sie können mich nicht überraschen. Nee, 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 nee. Denn ich bin ihnen immer 2 Schritte voraus. Warum bist denn du hier? Wie, was, wo? Ich dachte, an dir wurde gerade genascht. Also, dann steht er einfach so auf und wird zum Geher. Das ist unfassbar. So, was haben wir jetzt hier noch? Lustige kleine Wohnung. Lustige kleine Wohnung mit absolut niemandem drin. Na gut, okay. Zitronensaft. Oh ja, einen leckeren kleinen Zitronensaft für unterwegs. Miam, 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 miam. Frucht genommen. Was haben wir hier noch? Ein Ausweis oder sowas, oder? Nee, Snack. Ach so. Hätte sein können. Nein, 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 nein. So. Der Queste, Quatsch hier. Koffer, bla, bli. Irgendwas. 33 Dollar. Noch schöner.
Ja, alles schön durchsuchen. Snack, Energy Drink, nein. Anstellen. Dab, dab, ein bisschen coole Musik. Dab, 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 Maybe there's dab. something in here. Alkohol. Vielleicht sollte ich es nicht wirklich anlassen, also das Radio, weil das ein ganz klein bisschen irreführend für Leute sein könnte, die sich zufälligerweise in diese Gegend verirren, die dann denken, das spielt ein kraftloses Tonfa. Einfach mal genommen. Die dann zufälligerweise vorbeikommen und denken, das spielt noch, da wird noch Radio gespielt. Da können ja sein, dass da noch Überlebende sind. Aber andererseits, na gut, okay, wer jetzt tatsächlich hier noch unterwegs ist und auch noch Überlebenden sucht oder ähnlichem, der wird ähnlich misstrauisch unterwegs sein wie meine Wenigkeit. Achso, das hier ist nur das, ja, die Gästetoilette oder was auch immer. Oder vielleicht die normale Toilette, ich habe keinen Schimmer. So, ist jedenfalls für den Moment egal. Ich finde schade, dass diese Häuser alle so extrem ähnlich aufgebaut sind, aber auch das ist so ein kleines bisschen typisch Open-World-mäßig. Ich meine, die Dungeons in Oblivion zum Beispiel, die sahen auch eigentlich auch fast alle identisch aus. Fast. Also sie wurden immer um Nuancen erweitert. Aber gewisse Dinge, gewisse Treppenhäuser oder was auch immer, die, da, ja, da konnte man schon genau wissen, was einen erwartet. So, das war jedenfalls jetzt Mugambes Ehefrau. Was mache ich jetzt? Suche das Flugzeug. Mache ich jetzt erstmal. Hänge die Poster an verschiedenen Orten in der Stadt auf. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal. So. Wohin auch immer mich das jetzt bringt. Okay. Na gut, wir geben dem Ganzen jetzt eine Chance. Und gehen jetzt erstmal der ganzen Route hier so hinterher. Dieser gestrichelten Linie der Weisheit und des Glücks. Und der Glückseligkeit und der Hoffnung. Oh ja, wir haben ganz große Hoffnung. So, weil wir nur dieser Route hier folgen. So, was ist hier? Give way. Boah, jetzt haben wir mich erschrocken. Draußen irgendein Böller explodiert oder so. Meine Herren, muss das denn sein? Nein, nein, nein. Den Hering so ein ganz klein bisschen. Igitt. Ach, wieder ein Stinker. Den Hering so irritieren. Den Hering so fertig machen. Was bist du? Ach so, ein Selbstmörder. Ah. Habe ich das. Haha. Jetzt habe ich das richtige Mittel für euch. So, habe ich nämlich auch keinen Schiss mehr für euch. Dab, dab, dab. Pistolen sind cool. Net, 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 net. Auch wenn das natürlich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sich das Balancing verändert, wenn man andere Charaktere spielt. Am Anfang hat man ja, wie gesagt, die Wahl zwischen vier Protagonisten. Wenn man die Schussexpertinnen Tussi genommen hätte am Anfang, hätte man dann auch eher am Strand oder so Schusswaffen gefunden? Wahrscheinlich auch eher nicht, oder? Ich glaube, das kommt halt erst hier so richtig ab der Stadt dazu. Das heißt, eigentlich hat man mit der Tussi dann erst auch ab der Stadt so richtig einen Vorteil, beziehungsweise dann kann man aus ihren Boni einen Vorteil schlagen. Weil vorher macht das ja mehr oder weniger null Sinn. Was ein bisschen doof und schade ist. Aha. Bam, bam, bam. So. Na gut. Bisschen Munitionsverschwendung. Ist jetzt an der Stelle auch egal. So, Brecheisen, Schwergewicht. Das Wichtigste bei den Selbstmördern ist eigentlich nur, dass man es rechtzeitig merkt, tatsächlich, von welcher Richtung sie kommen und dass da auch tatsächlich einer auf einen zugewankt kommt. Wenn es eher dann so ist wie vorhin, wo dann mal eben so ein Rammer von hinten kommt und so, dann macht das echt wenig Spaß. Ach man. Bam. Dann macht das wirklich wenig Spaß. Aber so für den Moment ist das okay. So. Noch irgendjemand hier? Ja, dort ist noch jemand. Du bist ein Schläger, oder? Natürlich bist du ein Schläger. Schläger und ansonsten. Ansonsten ist hier niemand. Ich will. Bam. So. Bam. Aber ich mach verdammt wenig. Naja, verdammt wenig. Mehr oder weniger wenig Schaden. Wenn man das nur so reinzieht, 300. Und was sein Lebensbalken so sagt. Ich meine, das sind Kopftreffer, die ich ihm gerade verpasse. Das macht ja auch einen gewissen Unterschied, denke ich zumindest mal. Ach so, hier unten geht's auch zum Strand hin, oder? Naja, zumindest zum Wasser. Ist ja eigentlich die ganze Zeit wer? Nee. Nur der Schläger, der was von mir will. So, okay. Bruch, okay, alles klar. So, jetzt kann er zumindest die Hand nicht mehr bewegen. Haha. Hahaha. So, du kämpfst wie eine Kuh. Da-da-da-da. Und ich kämpfe wie ein feiges Hühnchen. Kritisch. So, okay, das machen wir jetzt auf die althergebrachte Art. Genau, so. Starker Nagelhammer.
Bin ich die Stufe 13? Nee. Zwar eine blaue Waffe, aber. Nee, ich glaube nicht. Gut. Do not cross. Da sind. Ach du Scheiße. Links welche, rechts welche. Und. Wieder Flammen oder weiß der Teufel was. Ich könnte natürlich auch mal wieder Raserei machen. Fällt mir gerade mal so ein. Okay. Bam, 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 bam. Erfolg freigeschaltet. Take one doch. Bam. Und bam, bam, bam. So, 7 Erfahrungspunkte. La 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 la. Erfolg freigeschaltet. Na 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 na. Aber bis zur nächsten Stufe vergeht wieder eine halbe Ewigkeit, was ich echt verdammt schade finde. Weil dann wird meine Energie nicht wieder aufgefrischt in nächster Zeit. Mittleres Medikit könnte ich natürlich auch mal wieder nehmen. Ich könnte in der Tat mal wieder ein Medikit nehmen. Und ich glaube, das probieren wir an der Stelle doch gleich mal aus. So, ich habe immerhin 6 mittlere Medikits. Da können wir uns wenigstens mal mittleres Medikit genommen. Was, wie, wo? Hä? Die Animation kam noch gar nicht. Bin's doof? Vergleichen? Nee. Benutzen. Hä? Warum macht das nicht? Benutzen. Er macht's nicht. Ich drücke X. Er macht's wirklich nicht. Verstehe ich nicht. Okay, einen weiteren Bug im Spiel gefunden. Juhu! Setzen wir ihn einfach auf die Liste. Ich sollte tatsächlich mal Liste führen oder so, was mir hier so für seltsame Dinge auffallen. Und dann irgendwie zum Schluss einen Brief an die Entwickler schreiben. Einfach mal so. Keine Ahnung. Und dann gucken, was die sagen. Oder ob da überhaupt eine Reaktion kommt oder nicht. Oder ja. So, sowas in der Art. Dann noch das Ganze mit meinem Let's Play verlinken oder so, damit ich dann verklagt werde. Aber ja, nö. Lassen wir das Thema. Aber die Idee an sich wäre schon ganz witzig, wenn ich mir da mal die Mühe machen würde. Weil mich würde auch tatsächlich mal so interessieren, beziehungsweise auch, ja, interessieren, inwiefern Entwicklern das dann noch wichtig ist. Also wenn so ein Spiel dann erstmal eine Weile auf dem Markt ist, ob es denen dann noch wichtig ist, dass sie dann nochmal ein bisschen Feedback von der Community bekommen oder eben nicht. Au! Ah, da. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil jetzt stehe ich ein bisschen doof hier. Boing. So. War hier nicht noch einer? Genau. Wollte ich gerade sagen. So. Feuer 50. Noch einer? Nee. Mittleres Medikit genommen. Ja, ist schön, dass ich jetzt ganz viele Medikits nehme, aber ist weniger schön, dass ich die ganzen Dinger nicht einsetzen kann. Achso, hi. Huhuhu. Gea. So, auch dich habe ich erledigt. Ach so. Boah, hier soll ich echt ein Poster aufhängen. Hier in der Walachei, wo sich eh keine Sau hin verirrt, aber ist okay. So. Gehe ich denn jetzt hin? Gehe ich mal dort oben hin? Hallo? Was ist denn das hier? Bisschen Nebel des Grauens und so, aber ansonsten, hier sind ja Leute. Was ist denn das hier? Hi. Ausweis. Ich habe schon wieder eine kleine. Ist lustig. Überall auf der Insel. Was wird mit uns passieren? Buhuhu. Überall auf der Insel tatsächlich so Menschenansammlungen? Das finde ich witzig. So, hi. Name's Nick. My friend Bob was bitten. We did all we could to help him, but he started to turn and we had to abandon him. With his last human impulse, he blocked the door behind us. We have to get back inside. We can't stay out here in the street. It's certain death. Töte Nicks infizierten Freund. Statte Nick Bericht. Schwierigkeitsgrad schwierig. Ach was. Yeah, okay. I'm not capable of killing a poor bugger. Bob's like a brother to me. So if it's gonna get done, it's gonna have to be you. See if you can go in through the roof and clear what's blocking the door. Okay. Neue Besen kehren gut. Überall Überlebende. Interessant. Ja, dann gehen wir mal übers Dach rein. Leiter benutzen. Was wird mit uns passieren? Buhu. Also dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach doch sowieso nur ein Zombie dort drin sein, oder? Sehe ich das richtig? Aber finde ich schon ein bisschen seltsam. Also keine 10 Meter weiter habe ich die Zombie-Ansammlung das hinten irgendwie erledigt und dann. Ich meine, die hätten doch gemütlich hierher watscheln können, oder sehe ich das falsch? Aber. Naja, was soll's. So. Ach, lustig. Wieder ein nettes kleines Haus, wo man sich umgucken kann. Moresby war auch schon vor dem Ausbruch eine gefährliche Stadt. Das habe ich mir in der Tat irgendwie schon gedacht, nachdem ich den ganzen Kram hier so gesehen habe. Aber gut, Energy Drink. Töte Nicks infizierten Freund. Wo auch immer er ist. Ach so, wir sind ja auf der Karte. Aber hier, Schnellreisepunkt und so. Das ist schön. Ach, ein Schläger. Na klar. Ah, ja. Die fliegen, das finde ich so lustig. Aber
Nö. Ein Schläger, Stufe 19. Nehmen wir mal eine Deo-Bombe für den? Nehmen wir jetzt einfach mal. Au, das hat mich sogar noch hier hinten erwischt. Ach du Scheiße. Okay, die Dinger sind extrem effektiv, aber man muss Abstand sammeln. Weil ansonsten böse. Brutale Eigenbau, Doppelklinge. Reparieren, upgraden. Ja, reparieren wir erstmal unsere ganzen Sachen nochmal. Kraftlose Tonfarbe brauchen wir nicht. Modifizieren. Ich kann eine Fackel mittlerweile machen. Aus was denn? Wie? Eine Fackel. Aus der Tonfarbe. Ach so. Bauplan verglast. Einfach ein paar Lumpen in meinen Stein, Finger etwas Kleber und zu und was am wichtigsten ist Glassplitter. Ein Typ, der von so einem Blut wie ein geschlachtetes Ferkelchen. Pass nur auf, dich nicht selbst einen Glasscherben zu schneiden, wenn du sie auf die Lumpen klebst. Ja, nee, ist klar. Was mir eine Fackel macht, die stehen eine einfache Möglichkeit, eine herzustellen. Ich würde selbst wie eine Fackel anfangen zu brennen. Das ist lustig. Baue ich mir eine Fackel oder ich will mir eine Fackel bauen? Okay. 19. Möchtest du wirklich? Jo. Okay, dann macht die Tonfeuer ja doch Sinn. Achso, aber jetzt kann man sie nicht mehr. Ah, jetzt kann man sie nicht mehr aufstufen. Okay. Dann muss ich mal kurz gucken. Deo-Bombe. Dann ist es wahrscheinlich. Hä? Wo ist die Fackel jetzt hin? Ach so. Fackeln. Ach so, das ist. Aber dann Verbrauchsgegenstand, oder? Beziehungsweise ein. Ja, okay, nee, ich nehme mal an, die grünen bzw. blauen Gegenstände hier bei den Items, das sind mehr oder weniger wichtige Gegenstände, die man tatsächlich auch noch später irgendwann gebrauchen kann für irgendwelche Dinge. Aber, das verstehe ich jetzt trotzdem nicht hundertprozentig. Na gut, okay, so kann man halt aus einer Waffe nochmal einen Verkaufsgegenstand machen oder so. Irgendwas in der Art. Sehr seltsam. Na gut, wir laden mal kurz noch die Pistole nach, gucken ansonsten nochmal, ob hier irgendwo was ist.